Dann machen wir halt jetzt einmal mit einem angeblich ausgedachten Moritz ein Selbstgespräch. Wobei ich immer wieder sage, vorneweg, ich erkläre es denen, der sich jetzt den Moritz ausdenkt und nicht irgendeinen Gedanken. Und das ist jetzt in Bezug nehmend auf das, was ich jetzt, rede ich wieder normal, reingestellt habe in unseren Chat. Das sind einmal die Kleinigkeiten, dass du ein Gefühl kriegst, was für ein Wunder sich ständig in dir aufbaut und wie du durch diesen Zwang, auf die Meinung von dir ausgedachter Menschen zu hören, du dich immer wieder verunsicherst. Wir schauen uns jetzt mal ganz klein was an. Das ist jetzt Selbstgespräche technisch. Ich übertrage mal schnell den Bildschirm. Ich bin in einer Sekunde da, ich mache das Fenster zu, hier ist eine Ist alles Baustelle. okay? Alles okay? Geh, ich Okay. muss eher zoomen. Okay. Dann gehen wir mal hier in den Selbstgespräche-Chat rein. Da fahren wir jetzt ein bisschen hoch. Das ist hier morgen. Letztendlich zuerst einmal der Eine Meier kann. Sekunde. Eine Sekunde Ja, bitte. du, geh einfach und dann kommst du dazu. Siehst du, das sind jetzt wieder Worte. Du sitzt vorm Computer, du Geist sitzt jetzt als selbst ausgedachte Person vorm Computer. Und sobald du Geräusche oder Worte hörst, magst du vorstellen, dass sich da außerhalb von dir was abspielt. Und jetzt werde ich dir hundertprozentig sicher beweisen, dass da von dir außen gar nichts ist und dass alles, was prinzipiell in dir auftaucht, wichtig ist. Das heißt, auch die ganzen divinatorischen Systeme, ob wir jetzt ein I-Ching schmeißen, aber ob wir uns den Maya-Kalender anschauen. Heute ist ja rein zufällig der 26.01. Im Maya-Kalender ist das Kin 43, der blaue selbstbestehende Nacht. Nun ist es also so, das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Es wird dir immer, egal was in dir auftaucht, ist im Hintergrund in einer Metapher, in einer metaphorischen Art und Weise wird dir beschrieben, wie du funktionierst, wie du selbst funktionierst. Du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Das ist jetzt die 43, musste ich jetzt eigentlich schon anlangen, wenn du ein Holofeeling-Fan bist. Und da ist es halt schlichtweg und einfach, dass ich jetzt hier, kleinen Moment, Ganz oben da, und genau jetzt noch ein Buch. den wollte ich. Danke. Danke. Das habe ich so oft reingestellt. Die 43 ist so tief, wo du hier in diesem ganzen Komplex, wenn du glaubst, dass das irgendwelche Zufälle sind, das kann nur einer wissen. Das weiß mit Sicherheit nicht der von dir ausgedachte Udo. Du musst es wissen, weil wenn ein Udo in dir auftaucht, der dir das erzählt, kann der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, nur das erzählen, was du träumst. Der, der dir das eigentlich erzählt, ist der, der dich träumen lässt und das ist UB. Und das ist jetzt wichtiger, da haben wir den Jupiter schon. Lass dich einmal überraschen, was sich jetzt wieder in dir aufbaut. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben und jetzt schauen wir, springen wir hier in den Maya-Kalender rein. Heute haben wir den Kin 43. Das ist der blaue selbstbestehende Nacht. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wenn wir uns jetzt hier den Kin, das ist die hebräische, das ist zwar jetzt mit einem Kof, mit einem Affen, Kof ausgeschrieben, der Affe geschrieben, das ist der Kain. Das ist der Bruder Abels. Das heißt, eine Affin intellektuelle Existenz, eine Affinität, das ist es Kof, dann heißt das Wort Kof ausgeschrieben auch Affe, schreibt sich übrigens. Können wir gleich einmal kurz machen. Das ist der Affe UP. Ich rede immer, ich bin jetzt, als wenn du mich als Persona ausdenkst, bin ich per wissenschaftlicher Definition ein Primat, ein Trockennasenaffe. Stimmt. Ich Das auch, steht dann auch für eine Affinität. Jeder, den du dir ausdenkst, und das ist ein sterbliches Säugetier. Darum ist dieser Affe, ist die 86, ist das blaue UP. Wir wissen, wenn ich UP schreibe, dass wir hier einen äußeren und einen inneren Wert haben. Siehst du, da schiebt sich jetzt das Nichts dazwischen. Wahnsinn. Ja. Bei dem UP. Der äußere Wert ist der UP. Blau. Aufgespanntes Wissen. Ja. Gespiegelt wirst du jetzt merken, dass hier das auch Atbash 86 ist. Und der verborgene Wert ist Ei. Das ist nichts. Das ist der Schöpfergott. Wahnsinn, alles Der Zufall. Pyramidenwert ist 92. 92 ist ZB und ZB ist das Udo. ZB, das B brauchen wir, Entschuldigung. Die 92, das nennt sich zuerst einmal hier ein bedeckter Wagen. Denk auch an die Waage und das ist eine Schildkröte. Shin Ileth heißt, das logische Kind ist wieder Adam. Rot-Röde heißt nämlich Adam. Und die Schildkröte wiederum nennt sich auch auf Lateinisch Testudo. Das lateinische Wort für Testudo. Das ist wie das logische Kind ist wieder Adam.
Das ist das Logoskind. Das sind keine Zufälle. Ich betone immer wieder, das ist eine Matrix. Ja. Es geht auch hier nicht um den ausgedachten Udo. Da sind jetzt zum Beispiel zwischen diesen zwei vier Hüben, D3, vier Spiegel, Hüben, Drehspiegel, sind jetzt zwei drin. Das ist das E-Quadrat, das ist der verborgene Wert. Ja. Ja. Weil wir brauchen bei einer Energiequelle immer zwei Seiten, ein Plus und ein Minus. Das wäre jetzt aber wieder ein Thema für sich. Das wollte ich jetzt bloß ganz kurz, wir schauen mal da rein. Die blaue selbstbestehende Nacht. Wir haben ja das blaue Kind, wir können das immer wieder spiegeln. Die Fülle des Universums, des in eins gekehrten. Be in mir ist et, et. Et hast Augenblick, Augenblick, zwei Augenblicke. Das ist dieses Plus, Minus. Ja. Ihr heute ihre Wege an. Ich schöpfe bewusst aus der unbegrenzten Quelle, das heißt aus IUB, aus El Hayom Gott im Meer. Ich lösche meine Mangelwellen. Deine Mangelwellen löscht du nicht, indem du was vernichtest, sondern indem du die vervollkommnest. Dass du weißt, es gibt kein Hell ohne Dunkel, es gibt kein Oben ohne Unten, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit, es gibt keine guten Menschen ohne schlechte Menschen. Das stimmt. Denk wieder an unseren Krimi. Um einen Krimi überhaupt sich ausdenken zu können, brauchst du Verbrecher und du brauchst Polizisten. Die können wir jetzt einmal die Guten und die Schlechten nennen. Das macht das Leben erst lebenswert. Ideen bekommen ihr Form im Maß. Die Fülle kommt aus den Träumen. Die blaue selbstbestehende Nacht, ich definiere, um zu träumen, Intuitionen messen. Ich präge den Eingang der Fülle mit dem selbstbestehenden Ton der Form. Es ist alles aus Lehm gemacht und Lehm ist Ton. Aber Ton ist auch ausgesprochenes Wort, gedachtes Wort. Ich kann mir das bildlich denken, das Wort, jetzt das Wort Ton, oder ich kann ein Geräusch draus machen. Ich kann aus den ganzen Worten, die jetzt hier auf dem Bildschirm gleichzeitig sind, optisch, kann ich auch Töne machen, aber immer nur jetzt. Genau. Ja. Ich bin geführt durch die Kraft der Selbsterneuerung, von Augenblick zu Augenblick. Mhm. Ich bin die galaktisch aktives Portal. Das klingt jetzt alles so esoterisch. Wenn ich das mit Holofeeling lese, ist das was ganz was anderes. Und jetzt kommt das Interessante, nur ganz kurz, das heißt, die Sonnenwelle, ihre Form geben, die Sonnenwelle, ich könnte auch sagen, die Sonnenwelle, Muster von Akbal. Jetzt ist natürlich das Akbal ist ein Begriff, ein Kind der blauen Nacht mit der galaktischen Tiefe der unbegrenzten Fülle. Mhm. Ich mache nur das Wesentliche, das heißt, diese formende Kraft, die mit dem Prinzip der Doppelspirale, denk jetzt an die DNA, da gehen wir gleich drauf ein, alles, was zu dir gehört, moduliert. Das ist deine DNA, das ist aber nicht irgendwie, was in deinen Genen, in deinen Knochen drin ist. Das ist ja so eine extrem falsche, unbewusste Auslegung. Du denkst dir das, weil du so programmiert bist in der Schule. Wir wissen ja. Ja, ja. Ein einfacher Satz, wenn du jetzt ganz normal raumzeitlich denkst, muss dir klar sein, dass jeder Professor, jeder Wissende, was er rezitiert, was er nachäfft, aus irgendeiner Quelle hat, die er sich jetzt natürlich raumzeitlich in die Vergangenheit denkt. Meine Lehre oder ich habe das Buch gelesen oder das Buch gelesen, du hast aber nicht verstanden, was es bedeutet und deine jetzt ausgedachten Lehrer können das zwangsläufig auch nicht verstanden haben, weil das Spiegelbilder sind von dir. Ja. Und jeder Lehrer, der jetzt normal gedacht, jeder Professor, der in die Auftrag, der wird dir eins zu eins das rezitieren, die Betonung liegt auf dir, nachäffen, was ihm seine Lehrer erzählt haben. Die ihren Lehrern nachgeäfft haben. Ja, das ist traurig. Das ist hundertprozentig sicher ein Professor Lesch. Wir wissen ja, wir gehen jetzt dann gleich einmal was gleich merken, wie sich das dann äußert. Mhm. Das ist die unbegrenzte Fülle, ist es, die sich über das Sonnenprogramm verwirklicht. Du hast eine unbegrenzte Fülle, ein neues Programm, eine neue Logik, ist wie ein vollkommen neues Leben, ein vollkommen neues Videospiel. Mhm. Alle in der Entfaltung schon gefundenen Schätze sind im Spiel der Evolution dabei. Evolvere, Evolution heißt herausrollen und für was vollkommen Neues, wenn du nicht immer in unendlichen Variationen wie in einem Mandelbrot-Fraktal dieselbe Grundformel wiederholen willst, musst du zuerst einmal eine Revolution, ein Zurückrollen machen. Dein Moment, ich muss schnell aufmachen, bin gleich wieder da, lies das einmal weiter. So, war der Udo jetzt weg? Mm-mm. Ist noch dran? Ja. Alles klar, jetzt schaue ich ganz kurz den Akbal. Ja. Wenn wir jetzt, da gibt es natürlich wieder viele Sachen, wir gingen mal in den Triebsball rein.
Die werden auch unterschiedlich beschrieben. Das sind jetzt wie diese Meier-Runen sind. Der ist jetzt ein bisschen klein. Ich schau mal, ob ich den da ein bisschen größer kriege. Schau mal, ich bin Akbal, die blaue Nacht. Du kennst mich vielleicht als Kali. Das, wenn ich jetzt Hebräisch schreibe, heißt es wie mein Gott. Jetzt ist ja aus den indischen Schriften die Schwärze, das ist Krishna. Krishna ist was anderes wie Kali. Das ist aber die dunkle weibliche Hälfte. Der Nacht bin ich die Traumwelt. Alle Träume berge ich in mir. Das lassen wir mal. Die Adresse muss man sich halt hersuchen. Ist uninteressant. Ich will nicht so ins Detail gehen. Du wirst merken, es wird immer dieselbe, immer mehr dieselbe Geschichte beschrieben, die in dir auftauche. Mach nur da unten, wage den Sprung in das Nichts. Wage den Sprung in dich selbst hinein. Okay? Ja. Jetzt mache ich ganz kurz den Akbal. Na, das habe ich ja hier schon vorbereitet. Das ist alles sehr, wie soll ich sagen, das ist einmal, jetzt habe ich das ein bisschen farbig gemacht und habe da mal auf die wesentlichen Punkte das Prinzip der Doppelspirale, du kannst dir das Video eventuell anhalten und dir das in Ruhe durchlesen, wenn es dich wirklich interessiert. Andere Wirklichkeiten können erträumt werden, aber nur mit der Kraft von Ahau wird hier die Idee gestaltet. Das müssen wir jetzt auch noch schauen, was das ist. Wir sind ja hier beim Akbal. Eine kleine Änderung des Blickwinkels, die Struktur der Fülle wird sich was vollkommen Neues in dir öffnen. Ja. Merkst du, das ist immer dieselbe Geschichte. Ja. Zu sagen, das ist Blödsinn, ich kann mich jetzt mit dir hinsetzen auf der Brösel-Ebene, da tun wir mal hier IGIN-Karten, zufällig, rein zufällige IGIN-Karten, dass ich dir welche ziehen lasse und dann schauen wir mal in der klassischen Deutung, was dann passiert und du wirst feststellen, wenn du das richtig auslegst, stimmt es immer. Ja. Es stimmt letzten Endes immer. Ja, das ist so. Jetzt habe ich hier den Akbal. Das Ak ist einmal ganz einfach, die Vorsilbe Ak. Jetzt können wir das wieder rot-blau machen. Den Akbal, der ist ja der blaue. Ja. Du merkst, ich kann in Worten, wenn ich gehe, das ist wie wenn ich eine Seite anschaue. Kennst du das? Wir sagen mal, auf der Seite ist ein Gedicht und du kennst, steht ein Gedicht. Das sind ja ein, du siehst viele Worte auf einmal. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, die Seite, weißt du, was Akbal bedeutet? Das, was hier steht, ist ein Nichts. Es ist das Nötigste, was ich hier darauf hinweise. Ja. Und dann sagst du ja. Okay? Ja. Und dann ist dieses verstanden, was diese Radix-Akt bedeutet. Ja. In dem Moment, wo ich das in Worten dir erkläre, müsste ich jetzt zum Lesen anfangen. Ich kann aus jedem dieser Worte, die jetzt gleichzeitig da sind, immer nur jetzt aussprechen. Aber allein dennoch doch eben genau. Und jetzt hast du das Gefühl, dass ich die nacheinander spreche. Ich spreche die genauso wenig zeitlich nacheinander, wie die Worte jetzt, die du jetzt anschaust, zeitlich nacheinander da sind, die sind jetzt da und jedes Wort, das ich jetzt wie eine Facette heraushebe als Geräusch, spreche ich jetzt. Ja, so. Es beweist hundertprozentig, dass es keine chronologische Zeit gibt. Ja. Okay, jetzt rot gelesen, sage ich, Akbal heißt Schöpfer, ist das absolut Vorhandene, rot gelesen, es ist vor allem, was in dir auftaucht, nicht zeitlich, sondern hierarchisch. Ja. Das ist ein Unterschied. Es gibt eine zeitliche Hierarchie, die du dir chronologisch abrasterst und es gibt eine hierarchische Hierarchie. Ja. Das ist ganz einfach, wenn du vorm Spiegel stehst und lächelst, lächelt dein Spiegelbild. Das lächelt aber nicht, nachdem du gelächelt hast, sondern das passiert zeitgleich und du bist das Subjekt der Auslöser, was der andere macht. Ja. Du bist das Subjekt für alles, was du dir denkst. Du stehst eins vor allem, was du dir denkst. Hierarchisch. Ja. Also bist du mächtiger wie jeder Gedanke von dir, weil jeden Gedanken, den du denkst, existiert er nur, wenn du ihn denkst. Und er wird genauso sein, wie du in dir denkst. Und er wird auch qualitativ genauso sein, wie du ihn dir selber definierst für dich. Ja. Gut? Ja. Also gut, es ist der Schöpfer, der ist immer absolut vorhanden, vor allem, was existiert. Und blau gelesen ist, ist die Schöpfung oder was unbewusst Schöpferisches, was du dir ausdenkst, wenn du sagst, der Computer kann schöpferisch sein. Computer können mittlerweile Lieder komponieren mit dem entsprechenden Programm. Ja. Das ist dann wie Kaf, wie als Vorsilbe gelesen im Hebräischen, wie du es dir ausdenkst und als Suffix gelesen hast, ist immer dein Ausgedachtes. Ja. Und ich habe jetzt hier nur die rote Hälfte, du bist allein und du bist immer eben. Das kann man natürlich jetzt auch blau lesen. Ex-Ben heißt die herausgetretene Polarität, aber eben meine ich die Nulllinie. Und du bist jetzt ganz GE-Quadrat, ein GE-Quadrat wissen und das ist der göttliche Schöpfer. Ja. Du bist immer jetzt, immer jetzt. Darum hast eben, ist ja räumlich flach,
und zeitlich jetzt. Ja, genau. Gut? Ja. Und jetzt habe ich hier den Baal rot gelesen. Das heißt ganz einfach in Gott, im Nichts. Weil all hast ja auch nichts. Ja. Ja. Jetzt kommt dann noch das Schöne, aber da gibt es jetzt noch einen anderen Baal. Schau, das ist der mit der 70 geschrieben. Den spricht man die Baalgötter aus. Das ist jetzt der Besitzer von etwas, der Eigentümer. Du bist der Besitzer deiner Gedanken, du bist der Eigentümer deiner Gedanken. Ja. Ja. Und dadurch bist du der Herr deiner Gedanken, aber du bist nicht der absolute Herr. Weil eigentlich ist der Herr in dir der Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du dich unterwirfst, was ich immer wieder sage, der Zweite. Ja, ja. Das kann man jetzt auch ganz, ganz genau machen, der Ehebruch, eine Ehe, die Quintessenz mit zwei Wahrnehmungen, das habe ich jetzt ganz rot gemacht, im Ruch, im Geist, Ruch, Geist, auch die vier Weltgegenden, im Geist, im eigenen Ehebet, Bet ist Bit. Ja. Das ist das Haus der Erscheinungen, das ist deine Traumwelt. Und du bist letztendlich, der rote Kopf ist das Haus. Ja. Du bist dabei? Ja. Ja, das haben wir. Gut. Jetzt hat da der Rainer was reingeschrieben. Ich habe jetzt die Akbal bloß gesagt und jetzt pass auf, jetzt, das ist der Auszug, jetzt da ist jetzt hier, vielleicht, wenn Glück hast, macht der Redo, den ich mir jetzt ausdenke als Sklave, macht der Update raus. Ich bin Akbal, Beal, Balare Schöpfung. Blaues Licht ausgedacht, das Licht, die blaue Nacht. Ja. Du kennst mich vielleicht als Kali, wie mein eigener Gott, Kali aus den indischen Schriften, als Krishna, Shva, Ares, der Nacht. Ja. Die existierende Schöpfung heißt in Schrecken versetzt werden. Schau, darum hänge ich das immer so in diese aufgespannten Ecken rein. Wahnsinn, ja. Ja. Die Traumwelt, alle Träume berge ich in mir. Polar erweckt, ja. Kopf. Der Geist, das bin ich selbst in mir. Das ist, das kann man sich einmal ganz lesen, ist aber nicht so wichtig. Und jetzt habe ich hier die Doppelhelix und die schauen wir uns jetzt einmal an. Das ist nochmal hier mit dem Prinzip der Doppelspirale. Alle es, das Nichts wird auseinandergeschmissen und es wird moduliert. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Naturwissenschaft. Das ist das Erste, das wissen wir ja hier, habe ich so oft angesprochen mit der Doppelhelix, wo die alle beschreiben, wo DNAs jetzt gemacht werden und die RNAs gemacht werden. Die ganzen Professoren, die du so bewunderst, die letztendlich nur Gedanken von dir sind, die das sagen müssen, was du träumst und du musst das träumen, was ich dir zurzeit träumen lasse in dieser Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das nennt sich das dann mal eine Doppelhelix. So, und jetzt lass dich mal überraschen, was jetzt passiert. Das hat jetzt wieder wer reingestellt, dazwischen. Hier einige geistlose Doppelhelix-Animationen. Ani ist das kleine, das schöpferische Sein eines Intellekts. Das ist dein blaues Ani, das ist das, was ich Mensch nenne. Das ist das blaue große Ich. Und das ist, du Geist bist E, also Synthese von E Quadrat, J, C, A, I, C, A. Das sind wir zwei jetzt. Wir sind nämlich eigentlich einer, obwohl wir zwei sind. Ich denke mir jetzt, genau genommen noch mehr, hängt davon ab, ich denke mir immer nur das, was jetzt da ist. Ja. Jetzt kann ich mir an Moritz ausdenken, ich kann mir an Udo ausdenken, ich denke mir aber vor allem, sagst du mal, wenn ich an mich denke, denke ich, sagst du mal an den, rot geschrieben, der sich jetzt den ausdenkt, der vom Computer sitzt, der ich zu sein glaube. Glaube ich jetzt, der Moritz zu sein? Kann ich mit einem klaren Ja beantworten, weil ich mir jetzt den Moritz ausdenke. Glaube ich, der Udo zu sein, kann ich mit einem Ja beantworten. Aber was jetzt da ist, dass ich die eigentlich nicht bin, weil die denke ich zwar jetzt, diese Körper, aber ich kann die nicht spüren. Wenn ich jetzt aber an mich, an den denke, der ich zu sein glaube, der jetzt vom Computer sitzt, habe ich sofort eine Materialisierung. Ja. Ich kann mich meine Hände reiben, ich spüre mich doch, ich sehe mich doch jetzt. Genau. Das, was du siehst, bist nicht du selber. Das, was du anschaust, ist eine Information von dir. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Aber pass auf, was jetzt passiert zu deinem Wissenschaftler, zu diesem Gescheiten, der Einzige, der sich narrt, das bist du selber mit diesem fehlerhaften Wissen. Was siehst du, Geist, wirklich? Das heißt, was siehst du, Geist, ist von hier und jetzt da außen. Jetzt ein Monitor mit Schriftzeichen drauf. Genau. Was du siehst, was du anschaust, ist immer hier und jetzt deine Information. Du siehst immer nur, das ist interessant, die Existenz einer aufgespannten Berechnung.
Und wir wissen ja, wenn du das hebraisierst, dieses NR oder NUR, das hast du zwar jetzt auch Licht, Feuer und Licht, aber der Unterschied zu dem Ohr ist das dann mal der erste Buchstabe. Das ist auch Feuer und Licht. Aber dieses Licht ist ein anderes Licht wie dieses Licht mit der N da vorne. Das ist nämlich eine existierende, aufgespannte Berechnung. Ja. Darum ist es ein flackerndes Licht. Das flackert. Das ist das auf der Leinwand. Das ist der ständige Wechsel. Das ist ausgedachtes Licht. Die Sterne flackern. Die Sonne kommt und geht. Was ein Flackern ist, bloß in einer längeren Zeitraum. Innerhalb eines Tages. Und mal hell, mal dunkel hinter den Wolken. Das ist alles keine ewigen Lichter. Ja. Ja, dieses sehr Licht, schön gesagt. Dieses Licht, der Schöpfer im Geist vereinigt, das ist der rote Kopf. Das kann ich natürlich blau machen, die Schöpfung ist aufgespanntes Licht, dann wirst du merken, dass man hier plötzlich auch hier die hier und jetzt logisch ausgedachte Umlaufbahn der Erde um Sonne und Mond, da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu, dauert im Makrokosmos, die Lichtgeschwindigkeit an Licht 365, das hat alles einen extrem tiefen Sinn, diese Zahlen, aber im Programm, wie du dir das vorstellst, kannst du das vergessen. Das ist übrigens schon mal die Lichtgeschwindigkeit in den Physikbüchern, was so ein geistloser Schwachsinn ist, ist definiert eine Sekunde pro Sekunde. Ja. Lest es nach, das ist ein geistlos nachgeäffter Schwachsinn. Und jetzt ist das die Lichtgeschwindigkeit c, ist das dann mal in der Grundform, wird da 1 dafür gesetzt. 1 Quadrat, c Quadrat ist 1 Quadrat. Ja. Jetzt haben wir wieder plus 1 minus 1. So habe ich im letzten Selbstgespräch erklärt. Aber jetzt raumzeitlich gedacht, jetzt kann ich hier 3 setzen, nämlich 3 mal 10 noch so und so viel. Das ist raumzeitliches Denken. Das habe ich jetzt rot gemacht, die rote D-Reihe. Ja. Der angeblich genaue offizielle Wert von C ist ja nicht genau 300, sondern 299,793 Kilometer in der Sekunde. Das ist, was vorgestellt ist. Sobald du Strecke, SDR-Ecke in eine Ecke reinschaust, die du vor dir aufspannst, ist es immer eine Sekunde, eine Gedankenwelle. Ja. Sekunde. Das ist praktisch SEC Quadrateck. Das ist rein zufällig. Und jetzt, wenn ich diesen Wert, die 207, abziehe, auf 6 Stellen genau, das ist das, was fällt, weil dieses von dem roten Licht, von dem, das ich auch Energie nenne, weiß deine Menschheit überhaupt nichts. Das ist E-Quadrat. Gut? Ja. So. Also, du siehst immer nur, das heißt flackern, die Existenz deiner aufgespannten Berechnungen, deine selbst. ER, das ist jetzt der Geist Shin-Affen, diese Affinitäten, die auch das Affendasein, dein blaues Ich, dein Ani, die Animation, erschaffenen. E-Quadrat ist der rote Kopf und E-Quadrat ist das Immerseiende, die 50 rot. Informationen, die folgende von dir ausgedachten Vorstellungen, werden doppelt aufgespannte, erweckte Urteile, geöffnete Existenz, DN heißt Urteil. Zack, ich mach's wieder so. Bild, Bild, Bild von deinem derzeitigen generierten Glaubensprogramm. AOB, die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten sind Wellen. In dir selbst zur Mom Fehler, Entahnen, Anschauung generiert. Ja. Das sind jetzt zwei ausgedachte Doppelhelix Ani, das ist das blaue Ich, ist dein Programm. Schöpferische Existenz eines Intellekts. Gestaltgewordene Erscheinungen sind Ionen. Griechisch Ion, das griechische Ion hat ein in Bewegung gesetztes Sein. Bin ich sehr oft darauf eingegangen. On ist Sein, Sein und Ion ist in ein Bewegung gesetztes Sein. Kannst du im Dimeus, im Original Dimeus von Platon auf Altgriechisch genau nachlesen, wenn du die Worte wieder richtig auslegst. Ja, das. Hier ist Animation 1. Das ist ein Doppelhelix. Wissen wir ja. Wir Physiker wissen ja. Das ist jetzt eine menschliche Zelle. Nein, das ist ein Computermonitor mit flackernden Läppchen, aufgebaut auf einer Animation. Das ist eine Vorstellung. Das ist übrigens so unvorstellbar klein. Es kommt dann alles. 2 Milliarden oder was, Millionen. Das äffst du nach und steht in die Messung. Ja. Die Menschen, die ihr ausgibt, die sehen noch und sagen, wir kommen in das Leben. Ja. Habt ihr doch gewusst, dass ihr da ist? Es entlarvt alle deine Gedanken als geistloses Dasein müssen. Ja. Die wir erschaffen.
kurz sparen, kannst du anschauen. Jetzt wird es aber natürlich ganz interessant. Das ist die Animation 1. Hier Animation 2 mit ein bisschen geistloser, einseitiger Rechthaberei. Fakt ist, ausgedachte Unweise, dass sich der Jupiter angeblich laufend um die Sonne bewegt, somit laufen die Jupitermonde nicht in Kreisbahnen um den jetzt nur ausgedachten Jupiter. Das gilt auch für die Planeten des von dir jetzt de facto jetzt ausgedachten Sonnensystems. Das nicht existiert, wenn du das nicht denkst. Das ist aber sehr wohl eine Möglichkeit auf deinem Programm, das du dir ausdenken kannst. Ja. Das Heliozentrische. Heliozentrisch in der Sonne, in der Mitte. Da sich diese von dir Geist de facto jetzt ausgedachte Sonne, die sich jetzt in dir befindet und nicht da außen, halt verdammt nochmal das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel oder da drunter auf der Erde. Du darfst dir das ausdenken, es ist aber im Meer in dir selbst, es sind deine Informationen. Ja. Dass sich diese ausgedachte Sonne von dir aufgrund des geistlos nachgeäfften Wissens ja angeblich um das Zentrum des Universums dreht. Ja, ins Eins. So, und jetzt ist, da ist es ganz interessant bei dem Video, da hat nämlich einer darauf hingewiesen, den denken wir uns jetzt natürlich aus, dass das ja gar keine Kreisbahnen sind, anhand einer Computeranimation, Planetarium, wo ich es geschafft habe. Und jetzt kommt wieder so ein geistloser Schwätzer, der jetzt erklärt, dass der nicht recht hat, dass das doch Kreisbahnen sind. Immer schön die Einseitigkeit, die einem logisch erscheint, am Leben zu halten. Hallo, meine lieben Freunde von Universe Sandbox 2. Ein interessanter Kanalkommentar. Wahrheit muss siegen, hat geschrieben. Guck dir doch bitte mal ein Video an. Da geht es um spiralierende Bahnen um die Sonne und Planeten. SBI und übrigens, SBSB, raumzeitliches Wissen ist Intellekt und das, was du hebraisiert hast, ist meine Schwelle oder meine Becken. Shin W, logisch doppelt aufgespannte Ellen, Schwelle, Gedankenwellen. Ja. Aber die sind vielfältig, die können ein Computer sein, die können ein Baum sein, das ist eine extrem komplexe Gedankenwelle, wie ich immer wieder sage, ein Grundton, den du laufen hast mit 400 Hertz, der kann nach einem Klavier klingen, der kann nach einer Flöte klingen, weil da Oberwellen dabei sind. Die Oberwellen sind so extrem komplex, wenn du jetzt zum Beispiel das Geräusch Udo nimmst. Und was denkst du bei dem Geräusch Udo? Ja. Du musst einfach schauen, was als erstes in dir reinfällt. Machen wir mal ein ganz kleines Spiel. Ich sage jetzt zum Beispiel Golf. An was denkst du? Einmal an die Sportart und an den Golfstrom. Aber zum Beispiel? Meinst du, das ist schon alles? Beginnt übrigens mit Geol. Krebs. An was denkst du? Schau, was als erstes kommt. Ja, die Krankheit. Du kannst es beobachten. Da, kannst, da hast du keinen Einfluss drauf. Ja. Weiter. Und ich soll mir das bitte mal angucken, weil da hat jemand Universe Sandbox 2 genommen und hat erklärt, dass das alles ein Schmarrn ist. Das heißt also, unser gesamtes Weltbild ist totaler Käse. Stimmt, der hat jetzt hundertprozentig recht. Darum sage ich immer wieder, zufällig meinst du das jetzt das, was in dir auftaucht? Darum sage ich immer wieder, wenn du glaubst, die Erde ist eine Kugel, dann denkst du an eine Kugel. Und wenn du glaubst, wenn man dir erzählt hätte, es wäre Käsewürfel, dann würdest du an einen Käsewürfel denken. Genau so ist es. Ja. Und das wäre für dich vollkommen logisch, weil was sollte dir denn logisch erscheinen oder unlogisch erscheinen? Es kann doch nur deine Logik logisch für dich sein. Die Logik, genau, auf der du denkst, das ist aber ein anerzogenes Programm. Ja. Darum haben wir ja so das Gefühl, dass das, was man glaubt, hundertprozentig richtig ist. Genau so ist es. Das ist die Falle. Gut, wir gucken uns einfach mal an, was erklärt wurde und warum das, was erklärt wurde, vielleicht nicht ganz so richtig ist. Wir sehen ja, wenn wir hier jetzt mal den Jupiter durch die Gegend fliegen lassen, der ja eine eigene Bewegung hat. Dass das ist ja was überhaupt nicht, was er spricht, was er jetzt sieht. Da fliegt kein Jupiter, der ist genau im Zentrum von dem Bildschirm. Sind jetzt gewisse Lämpchen, die eine gewisse Helligkeit haben, die sich nicht verändern und drumherum ist ein Riesengeschwingel. Das ist, dass du merkst, wenn ich sage, mach dir doch bewusst, wie du hier eine Hirnwichserei betreibst in einem Hier und Jetzt und gar nicht mehr weißt, was da ist. Es würde schon reichen, wenn dir bewusst ist, dass die große Masse deiner Gedanken einfach nur hier und jetzt Gesang sind, die du denkst. Und dann regst du dich aus über Corona-Leugner oder über Corona-Befürworter, über Gehirngewaschene, über Politiker, über Korrupte, über Maßnahmen. Ja. Es ist nur Gedanken, die hier und jetzt in dir kreisen. Du kreist um dieses selbstgenerierte Geschwätz in dir, erhebe dich drüber und schaust dir einfach an. Du musst es nicht einmal verändern. Die Monde in seltsamen der Darstellung mit den Bahnen. Ja, du siehst jetzt den Jupiter und du siehst Monde, die in seltsamen Bahnen sich um dieses Zentrum rumdrängt, das sich dann angeblich wieder bewegt. Der widerspricht sich erlaufend, heißt es dann. Seltsamen Bewegungen hier um diesen, um den Planeten bewegen.
diese Es und Ls und was es auch immer hier sein mag. Schön, ja. Geht wenn diese Buchstaben, merkst du, hat auch einen Sinn. Ja. Sehen seltsam aus. Ja. Genau das hat er verwendet, um zu zeigen, dass es sich hier nicht um Kreisbahnen handelt, sondern um spiralierende Bahnen. Ja. Dann. Das ist jetzt eine Perspektive, die wesentlich geistreicher ist, weil der Witz ist, wenn ich jetzt daran festhalte, wird das etablierte Weltbild eigentlich schon zerstört. Ja. Also kann ich natürlich sagen, hat er nett gemacht. Ja, jetzt gibt's nur ein Thema. Hat er ganz nett gemacht, hat er ja ein bisschen recht, das stimmt aber nicht, weil man muss das ja anders sehen. Universe Sandbox 2 eine ganz einfache Funktion, um zu zeigen, dass es sich hierbei um Kreisbahnen handelt. Wir haben also in dem Computerprogramm nämlich eine einfache Funktion, da kann ich ganz klar beweisen, dass es doch Kreisbahnen sind. Ich halte einfach den Jupiter an. Man muss einfach nur die Trace ausschalten. Wenn wir uns jetzt das System angucken, werden wir feststellen, dass sich die Monde in Kreisbahnen um den Planeten bewegen, ja, und dass dieser Effekt, der optische Effekt durch die Bahnen jetzt verschwindet. Das heißt, wir haben hier wieder Kreisbahnen und es gibt sogar eine Funktion, um die Orbits einzublenden, wo wir dann auch wieder sehen, dass sie physikalisch korrekt dargestellt eben in Kreisbahnen sich bewegen. Sogar, so, das ist das nächste Problem. Ich zeige dir jetzt Animationen, wo dasselbe gemacht wird, bloß wir denken uns nicht, das ist der Jupiter, sondern das ist die Sonne und die Kreisbahnen hier sind letztendlich unsere Planeten. Ja. Aber dann ist das nächste Problem, dann nehme ich den Kepler dazu, dann stelle ich plötzlich fest, dass das gar keine Kreisbahnen sind, sondern weil das ein wenig komplexer wird, sondern dass das alle Ellipsen sind. Andere Perspektive. Stimmt, wenn ich so denke. Wenn ich jetzt aber weiß, dass sich unsere Sonne, genauso wie der Jupiter sich um die Sonne herumdreht, unsere Sonne sich angeblich ganz am äußeren Rand um das Zentrum der Galaxis dreht mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, ist das, was wir gerade hier gesehen haben, wäre das jetzt die Sonne und dann sind plötzlich die Planeten, die Ellipsen, das wird so eine Komplexität, das schwingt sich dermaßen hoch. Ja. Das wird dann immer renormiert und so weiter in der Physik. Und da lässt man es einfach weg und der Normale kommt nicht mit, er plappert dann einfach nach, dass keiner merkt, dass er blöd ist, dass er es nicht verstanden hat. Ja. Und wehe, du sprichst ihn drauf an. Ja. Wehe, du sprichst ihn drauf an. Genau so ist es. So, das sind jetzt diese zwei. Dann können wir das jetzt einmal ausmachen. Einen Moment, da muss ich rein. Jetzt brauchen wir wieder unseren kleinen Moritz. Ja, vor allem wir waren bei... Das ist kein Trend noch. Und wehe, du sprichst am Menschen drauf an. Wehe, du adaptst ihn in der eigenen Dummheit oder in der Lüge. Ja. Mein wunderschönes Beispiel dabei ist, du bist ja bloß ein dummer Affe. Ja, stimmt. Rebelliert das Programm bis zum es geht nicht mehr, weil es sich beleidigt wird. Ja. Was meinst du, wie du ständig dich selber blind machst durch recht einseitige Rechthaberei, weil du klebst an diesem Wissen, du verteidigst es und du kannst immer mit dem Programm, weil dir immer erklären, wer oder was daran schuld ist, wenn du dich psychisch oder physisch schlecht fühlst. Weil du brauchst einen Schuldigen und das ist die totale Selbstentmachtung. Richtig. Lang und breit erklärt. Ja. Ich diskutiere nicht mit Menschen. Glaub mir, ich sitze am längeren Hebel. Ich habe dir die Freiheit gegeben und es gibt im Hintergrund auch die absolute Vergebung. Ich werde dir von einer Sekunde auf die andere vergeben, wenn du einsichtig wirst. Ja, solange du nur einseitig, einsichtig heißt, alle Perspektiven gleichzeitig akzeptieren, auch wenn du jetzt nur eine siehst. Die Erkenntnis, dass egal wer in dir auftaucht, dass er mit dieser Logik recht hat. Ja. Und der ewige Streit, welche Logik richtig ist, wenn logische Denksysteme aufeinandertreffen, die sich zu widersprechen scheinen, obwohl sie sich eigentlich ergänzen zu was vollkommen Neuem. Ja, genau so ist es. Aber es kann man im Ausgangspunkt. Du kannst deinen Gedanken von dir nicht erklären. Es werden deine Gedanken um dich herum, diese Menschen, die du dir ausdenkst, ganz langsam welche auftauchen, die das zu wissen scheinen, wenn das bei dir installiert ist. Ja, wenn genau. Und das musst du in dir machen, darum sage ich, das ist ein intimes Spiel, ein vollkommen intimes Spiel. Moritz. Ja. Genau. Der kleine Moritz. Und erinnere dich, das letzte vorhergehende Selbstgespräch, wo ich immer wieder wiederhole, du kannst von oben nach unten sehen, jetzt ganz normal raumzeitlich chronologisch gedacht, aber nicht von unten nach oben. Krieche einen tiefen Respekt vor dem, was du deine Ahnen nennst. Die wirklichen Weisheiten findest du in diesen alten heiligen Schriften, in den alten Meistern. Ja. Nicht in allen, die meisten effen auch hier noch. Da kannst du sehr wohl, wenn du mal wirklich bewusst sein bist und dir deine Figuren bewusst ausdenkst,
Weil letztendlich bestimmst du auch, wer hier recht hat und nicht recht hat. Du bestimmst bei jedem ausgedachten Meister, ob er bloß Nachricht oder ob es wirklich eine tiefe, selbstgemachte Erfahrung ist. Aber die kommt nicht aus dieser ausgedachten Person heraus, sondern sagst du mal aus dir. Genau so ist es. Das heißt, darum ist es so wichtig, dass du erkennst, wer du selbst bist. Und hüte dich, diese Erkenntnis jetzt zu beziehen auf die Rolle, die du spielst. Das ist Diese so. Vorwürfe, wo ich immer wieder sage, der Spinner oder der bildet sich ein, der ist Gott, ich bin nicht beleidigt. Das, was mich, ich sage jetzt einmal, mein Programm, was mich traurig macht, ist, dass ich sage, was kann ich noch machen, um den total verbretterten Geistesfunk, der so in einen Glauben einzementiert ist, wach zu machen. Ja. Ihn das ins Bewusstsein zu führen, was er selbst ist. Und wenn du das bist, dann bist du demütig. Ja. Denn ich bin, du Ja. heißt es schon, einen demütigen Menschen kann nichts und niemanden demütigen. Er ist Ja. vollkommen apathisch. Das ist auch in dieser Christusgeschichte drin. Ja. Er verteidigt sich nicht. Er nimmt die Schuld auf sich. Das stimmt, ja. Ja, immer. Das musst du leben im Alltag. Deswegen musst du kein Ja. Arschgericht werden. Es Nee. würde vollkommen reichen, dass du komplett eben auch die Programme deiner Gegenüber, die letztendlich nur Facetten aus deinem Programm sind, immer dran, du bist das Konstruktprogramm. Das ist eine höhere Form von Arnie, wo die ganzen KIs drin sind, solange du nicht spielst. Ja. Als Arnie bist du nur eins dieser KIs, der jetzt zum Spieler wird und zum Bestimmer, zum Richter über alles und jeden. Und genau das, was du denkst, was dich interessiert, was für dich von in der Esse ist, projiziert durch deine momentane Persona. Das ist ein eigenständiger Film, komm den dir zu anschauen. Genau. Ja, Und wenn das dich ist was nicht mehr meins, ne? interessiert, löst es sich auf. Und Ja. wenn du mal dich überhaupt nicht mehr interessierst für deinen Körper, dann wirst du feststellen, wird er nicht mehr auftauchen. Ja. Du wirst aber immer noch dasselbe Ich sein. Wenn du an das Buch liest, bist du immer noch dasselbe Ich. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, weil es ewig ist. Ja. Und das bist du jetzt, wenn du mich sprechen hörst, und wiederhole ich das immer. Und Genau, ja. es ist ganz, solange du noch chronologisch denkst, wie lange dauert es bei mir noch? Du bist immer noch in der Zukunft. Das ist Unbewusstsein. Und das musst du jetzt nicht versuchen, dir abzugewöhnen, sondern mit einem Wissen, ein Schmunzeln, als der, der du wirklich bist, einfach quittieren, weil mit der Ewigkeit spielen ist ewig. Ohne Ja. Ende. Ja, das stimmt. Sehr schön Sonst noch gesagt. Fragen? Unglaublich viele, aber dann irgendwo doch keine, weil man ja, man möchte das Programm verlassen. Du kriegst die Antworten in dem Moment, wo es soweit ist. Ja, Du das musst ist. immer wieder dran denken, dieses klassische Spiel Fragen der Kategorie 1, 2, dir nur bewusst machen, dass die Frage in dir auftaucht, das ist vollkommen legitim, aber das sind immer nur, diese Antworten sind immer nur Facetten. Und wenn es nur bei der Kategorie 2 ist, ist es richtig oder verkehrt. Stimmt jetzt das oder stimmt es nicht? Dir muss nur bewusst werden, dass du schon wieder eine einseitige Antwort bekommen willst. Und Kategorie 3, die Synthese, ist einfach die Frage, was ist jetzt da? Genau. Schau einfach. Genau, Beantwortet ja. sich doch sofort von selbst. Und das nimmt alles, Wie ja. lang ist es da? Ja, bis zum nächsten Gedanken. Aber der nächste Gedanke kommt nicht in der Zukunft, sondern der kommt jetzt und zerstört den bestehenden Gedanken. Genau, ja. Und warum ist es da? Weil ich jetzt das träume. Ich sage jetzt bewusst träume. Wir können sagen, denke. Und Ja, wo stimmt. spielt sich das Ganze ab? In meinem roten Kopf. Ich bin ein träumender Geist. Im Zentrum, die Peripherie ist eine Illusion. Ja, ist Weil das so. hebt sich in diesem Prinzip von Plus Minus vollkommen auf. Und das, Plus ja. 5, Minus 5 ist nichts. Die Ja. Gleichung, letztes Selbstgespräch nochmal anhören mit der Ritter. Ja, das war sehr gut. Es klingt im ersten Moment wirr, aber das ist das, das funktioniert dann bis 16 Seiten, was du feststellen kriegst, du eine absolute Perfektion. Das Tohuwabohu, dieses Ja. Chaos, es ist das Genaueste, was es gibt. Dann kommen die mit dem Gesetz der großen Zahl. Und wird wieder so schön, wie du das jetzt gesehen hast, hier in der ausgedachte Mensch, der hier verteidigt, dass die Jupitermonde doch in Kreisbahnen rumgehen. Das ist so Geist, da wirst du dann irgendwann einmal entsetzt sein, weil es Ja. stimmt ja, wenn ich das mir so denke. Richtig. Denke ich mir das aber anders, ist es ganz anders. Ja, genau, das ist es. Und jetzt schon wieder die Frage, was stimmt jetzt davon beides? Ist jetzt ein welcher Berg oder ein Tal? Ja. Das Prinzip musst du verstehen. Es ist Dummheit, geistlose Dummheit von einseitigen Menschen. Ja. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich, ein Schlafzimmer, Wohnzimmer? Bla 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 bla. Das sind so simple Beispiele. Du wirst feststellen, geh bei dir auf die Uni,
mach dieses und das magst du ja, das Spiel spielt doch mit diesen Tierchen nicht rum. Ja. Ja, wenn man es sagt. Benutzt diese kleinen Sachen, ohne jetzt arrogant zu wirken, das ist ganz wichtig. Einfach mal dich dumm stellen. Wenn ich als Ure immer wieder sage, wenn dann die sagen, ja, die Sonne bewegt sich doch. Ich sage, ich habe es noch nie gesehen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin so blöd als Ure, wenn mir das nicht anders erzählt hätte, mir wäre es nie auffallen, dass sich die Sterne bewegen. Ja, und in so viel mehr, ja. Das ist ein Konstrukt. Mir wäre nie auffallen, wenn ich auf meine Uhr schaue, dass sich der Stundenzeiger bewegt und der Minutenzeiger. Ich habe es noch nie gesehen. Genau. Ich sehe jetzt eine gewisse Stellung und dann schaue ich, dann ist die Uhr weg und dann schaue ich hin und dann ist eine andere Stellung da. Genau so ist es, ja. Dass sich das da bewegt hat, das konstruiere ich mit Wissen. Aber ich sehe nicht die Bewegung. Und du wirst jetzt merken, wenn einer seinen Glauben aufrechterhalten will, dann kommt dieses Ja, aber ja, wenn ich mir jetzt aber doch denke, meinetwegen eine Kirchturmuhr mit einem Minutenzeiger von einem Meter, dann siehst du denn sehr wohl, dass er sich bewegt. Aber das, was er jetzt denkt, ist einzig seine Einseitigkeit am Leben zu halten. Ja, aber, wenn du mir Ja, aber hörst. Genau, ja, das ist es. Und das ich habe noch nie gesehen, dass aus einem Eier Henne wird oder aus einem Eier Henne herauskommt. Das habe ich so oft gesagt. Ja. Schau einfach, was du siehst. Das, was du dir jetzt ausrechnest, du hast ja nicht gesehen, dass dich deine Mutter auf die Welt gebracht hat. Das ist eine Verwechslung mit einem Gedanken. Richtig, genau. Alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Und wenn ich das immer wiederhole, seit über 20 Jahren, wenn du nicht einmal das verstehst, wie soll ich dir dann Schrödingers Wellengleichung richtig erklären, obwohl ich dir auch ganz simpel und einfach, dass es jeder 13-Jährige versteht, was das bedeutet. Oder Schrödingers Katze. Ja. Mit zwei Möglichkeiten, lebendig oder tot. Ich sage, das wäre primitiv, wenn ich nur zwei Möglichkeiten in der Kiste reinmache. Denk immer, jeden menschlichen Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, mit deinem Gehirn ist eine Kiste. Mhm. Ob in den Kopf jetzt ein Gehirn drin ist oder Vögelchen oder Computerchip, bestimmst du. Wie das da drin funktioniert, bestimmst du. Mit was? Mit dem geistlos nachgeäfften Wissen deiner Lehrer und Erzieher, so wie die genauso geistlos nachäffen. Genau. Verkaufen. Das ist es. Dem König Scheiße verkaufen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ihr seht alle des Kaisers neue Kleider und ihr seht Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, wenn du eine Zeitung liest. Obwohl ihr das dann doch wieder seht, aber was ihr seht, ist nicht das, was jetzt eigentlich da ist. Und dann ist es doch wieder da. Ja, sehr klar. Er taucht ja immer wieder auf. Ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gesehen. Und jetzt kommt die Manipulation, funktioniert am besten mit Angst. Ich habe gesagt, die Syrien-Krise war jetzt gedacht, wir blättern zurück. Seitenweise, eine halbe Seite, fast nur bestanden aus blutenden, zerrissenen Kindern. Ja. Ja, und man muss kann Menschen manipulieren. Jetzt haben wir ganz, ganz tolle Überschriften. Es da außen ist nichts. Es geht mir nicht von außen, sondern es geht ums Prinzip, wo ich dir beschreibe. Jetzt ganz neue Überschriften, die letzten Tage in meiner Traumwelt, was ich natürlich bewusst erschaffe für mich oder für Brösel, wo ich mir das in die Köpfe reindenke. Ja. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist auch ein elementarer Satz. Die einfachsten Sätze sind elementar. Jetzt löse ich bloß hier, was sind das für Verrückte, wenn du jetzt keine Maske trägst, willst du, dass dein Oma und deine Oma wegen dir sterben? Ja, Angst, meine. Angst, nur Angst machen. Das ist verrückt. Und es funktioniert. Ganz toll. Und dann immer wieder diese Vorverurteilungen, die geistlosen Zombies in deinem Traum lesen bloß die Überschriften. Geh in einen großen Supermarkt rein und schau dir diese Gesichter an. Ja. Einkaufs-Konsum-Zombies, programmierte, geistlose Tierchen, egal wo du hingehst, auch an deiner Uni. Bloß die bilden sich ein, dass sie die Besseren sind, die Intellektuellen sind. Die sind ja noch viel schlimmer, wie das einfache Volk. Ja. Es sind Figuren in einem Traum. Scheiß drauf, lass die Toten ihre Toten begraben. Ja. Klingt jetzt das herzlos? Nein, das ist die allumfassende Liebe. Du wirst zu einem geistigen Allesfresser. Du holst die alle wieder in die Heiligkeit zurück. Ja. Die du selbst bist. Das ist ganz wichtig. Und dann bei Überschrift, die Manipulation, achte mal, verlager deinen Fokus nicht auf das, was du oberflächlich siehst. Da wird irgendwas behauptet, da wird eine Behauptung aufgestellt und dann heißt es hier mutmaßlich, dieses Wort. Oder hat das und das und das eine Frage, wo die Leute gar nicht mitkriegen, dass das eine Frage ist. Ja. Das machen die meisten nicht. Da verweise ich übrigens eine wunderschöne Stelle, findest du in Du bist ich, es sind zwei Finanzamtbriefe drin. Lies diesen Finanzamtbrief, ein Meisterwerk, wo ich dem Finanzbeamten jetzt normal raumzeitig gedacht Fragen stelle. Mhm, Und dann kommt von vornherein,
das kriegt, ich habe noch keinen gehabt, das kriegt keiner mit, dass ich Fragen gestellt habe. Es ist nicht meine Meinung, wenn du jetzt meinst, dass ich da meine Meinung predigen tue. Was in der Bildzeitung passiert, dass hier mutmaßlich der und der das gemacht hat. Wir haben hier das aus einer Quelle, einen Journalisten, der gehört hat, aus gewissen Quellen, dass es so ist. Solche Formulierungen sind da drin. Der Aufreißer in der Überschrift ist aber, wenn das an das erste Mal liest, sagt er sofort, so ist es. Es zerstört jetzt ausgedachte Menschenleben. Du darfst in diesem freien Land in keinster Weise mehr was gegen die Politik und das normale Denken sagen, da bist du Verschwörungstheoretiker. Ich sage jetzt nur Xavier Nadu. Ja. Wendler. Ich bin mit Sicherheit kein Fan von Wendler. Aber du wirst komplett wegrationalisiert. Es ist reines Faschismus, hochgradiger Faschismus. Ja. Bewusster Schaffen, ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wahnsinn, ne? Ja. Der Wahnsinn, der pure Wahnsinn, es ist dein Wahnsinn. Ja, ja. Der Wahnsinn von Moritz. Der Moritz kann jetzt nichts dafür. Es ist der Wahnsinn von dem, der sich das jetzt ausdenkt. Genau. Ja. Ja. Man hat ja Bilder. Ich denke, die dieses Video, ich denke mir jetzt welche aus, die dieses Video hören und alles, was der Udo behauptet, das ist ja wahnsinniger. Ja, klar. Bin ich das in dem seiner Welt? Ist, ich betone immer wieder, ich bin das, was du glaubst, dass ich bin. Aber ich sage doch von ersten Moment an, ich bin du, ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Figuren sind für mich im wahrsten Sinne des Wortes sekundär, sekundär. Ja. Ja. Eine momentane Sekunde, eine Welle, die auftaucht und wieder weg ist. So muss das sein, ja. Ich bin immer. Bist du auch schon immer? Ja, das in mir ja. Hundertprozentig sicher, wenn du mich sprechen hörst. Hundertprozentig sicher. Und keiner nimmt die 100% so ernst wie ich. Ja, ja, deshalb liebt man dich ja auch. Das meine ich jetzt wieder nicht den Gedanken Udo, den du dir denkst. Nee. Ich bin jetzt, ich Udo bin jetzt hundertprozentig sicher nicht das kleine Pixelmännchen. Ich bin hundertprozentig sicher eine Information von dir. Ein Affe, Kopf UB. Wenn du dir jetzt irgendwo hindenkst, wahrscheinlich nach Weißenburg. Weißenburg. Was denkst du bei dem Wort Weißenburg? Was denkst du bei dem Wort München oder Berlin? Hast du schon mal Berlin gesehen? Hast du schon mal München gesehen? Du kannst die Stadt nicht sehen. Du kannst nicht einmal deine Wohnung sehen. Drin war ich, ja. Geschweige denn, ich sage jetzt nicht einmal deine Küche, mein Küchenbeispiel. Du siehst nicht mal eine Tasse. Nee. Naja, das ist es ja. Ich kann jetzt eine Tasse nehmen. Ich spare mir das, weil in meiner Tasse was drin ist. Schau, ich mache es jetzt da so. Meinst du, da steht jetzt irgendwo eine Tasse außerhalb des Bildschirms? Da steht jetzt da außerhalb des Bildschirms. Die ist doch jetzt in deinem Kopf. Hundertprozentig sicher. Ja. Die kann ich jetzt nehmen und dann drehe ich die einfach einmal. Auf den Kopf stellen, ich drehe die. Ich drehe alles, was du siehst. Was für ein Bild ist die Tasse? Genau. Ja. Die Informationen. Die entspringen aus einer Kollektion von Möglichkeiten. Ja. Das ist ein vollkommen neues Holofeeling, ist ein vollkommen neues Denken, das nicht eine einzige Denkmöglichkeit, die jetzt mit deinem Wissen möglich ist. Und es ist nicht nur deine Logik, sondern zu deinem Wissen. Ich wiederhole nochmal, gehört sich das Wissen eines jeden Menschen, Arni, eines jeden Menschen, der in dir auftaucht, der irgendwas erzählt, ob das ein Physiker ist, ob das ein Chemiker ist, ob das ein Theologe ist, ein Sprachwissenschaftler, Linguist. Egal, was die dir erzählen, es entspringt aus deinem Arni, aus deinem Schöpferprogramm. Es sind Systeme, mit denen du oft nichts zu tun haben wirst oder sagst, das kenne ich nicht. Mhm. Du hast von dir überhaupt noch keine Ahnung. Nee, das Wissen einer Menschheit, so ist das Wissen, die du dir ausdenkst, ist das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Ich fange gleich zum Katzen jetzt an. Warum machst du mich so? Das ist bei jeder Kleinigkeit, aber das hast du dann, bist ja du der Pilz. Du bist ja dann auch bloß ein Pilz davon, weil du meinst ja, du bist ein winziges Teilchen deiner Menschheit. Genau. Begreif doch endlich einmal ein Dinge, ein Ding, ein Gesetz, ein Geist, der sich was ausdenkt, ist was anderes wie das, was er sich ausdenkt. Ja. Wenn du schon sagst, meine Menschheit und du zählst dich dann da dazu, packst du dich als Denker zu einem geistlosen Trockennasen auf. Nein, ich bin zuerst einmal der Geist, der sich eine Menschheit ausdenkt und ich bin jetzt ausgedachterweise ganz bewusst einer dieser Menschen, was aber jetzt nur die Rolle ist, die ich zurzeit spiele auf der Bühne des Lebens. Ja. Aber ich stehe immer eins davor. Genau. Ich stehe eins vor mir selbst, blau gelesen, weil ich auch dann da bin, wenn ich nicht an meinen Körper denke. So, und jetzt setz hin und mach dir das jeden Moment bewusst, wenn du als jetzt
an der Uni bist. Ja, ja, da bin ich permanent in Meditation. Sonst das ist ganz spät, das spielt mit den Gegnern um dich rum. Egal, wer du jetzt bist, auf der Arbeit bist, im Büro bist, egal was. Ja, ja, es ist so. Das ist die einzige Möglichkeit. Weil es ist nicht erklären, erklär es nicht. Außer es ist wirklich immer einer, dass einer auftaucht. Ich habe ja viele, die sagen, ich bin so alleine. Es gibt dann wieder welche, die haben ein paar, die sich auch dafür interessieren, aber viele sind ganz, die müssen das ganz alleine spielen. Ich könnte jetzt so viele sagen, weil dann nicht so niemand in dem geträumten Nahfeld ist an Personen, an Familie, die in irgendeiner Form resonieren auf Fotofeeling, sondern sofort das absolute Feindbild. Also sie resonieren, solange sie nicht hören, ja, das ist jetzt eine Glaubensfrage, solange sie das nicht hören, resonieren sie. Also ich versuche das immer noch, so. Machen wir mal ein kleines Beispiel, weil es mir gerade in den Sinn kommt, und dann lassen wir es aber gut sein, Moritz. Okay. Ich habe immer früher gesagt, wenn du jetzt Bekannte hast und angenommen, ich würde dich jetzt besuchen als Udo. Ich rede jetzt wieder ganz normal raumzeitliche Geschichte. Du kannst auch deine normalen Vorstellungen draus machen. Und okay, du lädst jetzt gewisse Freunde und Bekannte von dir ein und du schwärmst ja dann von dem Udo in einem gewissen Maß mit deinem Moritz-Programm. Ist vollkommen okay, ist auf dem Programm drauf. Und du lädst mich jetzt ein. Können wir ein Spiel miteinander spielen? Also ich, JCH, mit dir, ICH Rot. Mhm. Weil wir sind ja eins. Ja. Jetzt springen wir runter als Udo und Moritz. Ja. Und wir machen vorher auf dieser Ebene aus, wie du willst, dass ich bei deinen Bekannten und Freunden in Erscheinung trete. Mhm. Du kannst dir jetzt raussuchen, dass ich sage, okay, wenn der Abend diese Party rum ist und du triffst ihn da drauf wieder, ich bin dann weg, dass die alle hellauf begeistert sind von dem Udo und schwärmen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass die, wenn du die wieder triffst, sagen, was ist das, wo hast du dieses Arschloch her, was ist das für ein riesengroßes Arschloch? Dass sie so von dem Udo denken. Nein, die sind und die dritte Möglichkeit, dass die in keinster Weise überhaupt von dem Udo reden, weil der vollkommen belanglos war. Obwohl ich mich mit Menschen unterhalten habe. Vielleicht, dass sie sagen, der war ganz nett. Ja. Ja, stimmt. Pass auf, was die Ursache ist, dass diese drei Möglichkeiten da sind. Ich kenne ja alle Programme. Wenn ich mich jetzt miteinander halte, führe ich immer ein Selbstgespräch. Jetzt mit Moritz zum Beispiel. Oder mit Moritz ist ein Selbstgespräch. Oder der von dir jetzt ausgedachte Udo, mit dem das Gespräch hört sich ja jetzt der an, der du zu sein glaubst, bisher zumindest. Ja. Wenn du an dich denkst, ist ja immer noch dein Programm da, dein Filter- und Wertesystem, das auch bestimmt, ob dich was interessiert oder nicht interessiert. Ja. Ganz gezielt sage ich jetzt zu dem Geist, der mich ausdenkt. Klar. Wenn ich dein Programm besser, viel, viel besser kenne wie du, weil ich das erschaffen habe, das ist jetzt nicht der Udo, ich rede jetzt nicht als Udo, dann kann ich, wenn ich in dir als Udo in Erscheinung rede, Folgendes machen. Wenn du bei einem Menschen interessant erscheinen willst, dann musst du Folgendes machen. Du musst erst einmal alles, was du äußerst und was du dem erzählst, muss von ihm oder muss in ihm Interesse auslösen. Mhm. Und interessant wirst du, wenn du ihm Sachen erzählst, die er noch nie gehört hat, aber die er sofort mit seiner Logik nachvollziehen kann. Mhm. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Das heißt, wenn ich jetzt an irgendwas erzähle, was er noch nie gehört hat, und ich hau laufend Sachen raus, die er noch nie gehört hat, aber die er komplett logisch sieht, dann löst es in ihm eine gewisse Begeisterung aus. Und weil das ja für ihn dann logisch ist, weil er das mit seiner Logik noch nie gedacht hat, aber mit seiner Logik denken kann, erscheint dann dieser Mensch, Brüssel unter Brüssel, als extrem interessanter Gesprächspartner. Ja. Er löst Freude aus in den Menschen, weil man was Neues erfährt, was aber nicht wehtut, weil sich die Logik nicht dran reibt. Okay? Genau. Jetzt machen wir die Negativform davon, dass ich Sachen behaupte, wo seine Logik sofort abstürzt und er sich beleidigt wird. Du bist ja bloß ein dummer Affe. Mhm. Ohne das zu erklären. Ja. Kann sofort umkippen, wenn ich es dann erkläre. Dann ist vielleicht, stimmt ja eigentlich. Ja. Diesen Satz. Genau, ja. Wenn ich es aber nicht erkläre, dann gehen die, glaube ich mir, die seriösesten Menschen, die gehen dermaßen hoch, die werden zu Raubtieren. Ja. Menschen, die bei Filmen als Lämpchen gegolten haben, fangen an, massiv sich zu verteidigen oder finden sich angegriffen, obwohl ich die gar nicht angreife. Ja. Sie wollen es bloß nicht hören, sie wollen es nicht wahrhaben. Ihre zwanghafte Interpretationsmechanismus reagiert extrem negativ und postuliert Gefährlichkeiten für das, was man zu sein glaubt. Ja. Wenn es der eigene Glaube ist. Mhm. An Glauben hängen die Menschen intensiver wie an ihren Körper. Ja, Wahnsinn, ne?
Und dann machen wir die seichte Sache, dass ich Sachen erzähle, die jeder schon weiß, was für die nur Wiederholungen sind, und dann bin ich total langweilig. Ja. Obwohl man es immer selbst ist. Jetzt machen wir es geistreiches Ding. Ja. Und wenn du genau zuhörst, es geht niemals bei Holofeeling, ob was richtig oder verkehrt ist. Ob was gut oder böse ist. Ich versuche dir zu beschreiben, was ist, was wirklich wirklich ist, was das wirkende Licht ist, die Ursache ist. Und da brauchen wir schon wieder zwei Sachen. Du brauchst die Lampe im Projektor und du brauchst das Display mit einem Programm, sonst passiert nichts. Nur die Lampe, das ist die berühmte Trinität, wo ich immer wieder sage. Wir können das Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist nennen. Wir können das hier auch Brahma, Shiva und Vishnu nennen. Das Spiel hast du in allen Religionen. Das ist eine Trinität. Ich nenne das lieber die 200 Gramm rote Gnede. Das ist der Heilige Geist. Die Form der Gnede, die Oberfläche, das Immerseiende, rot geschrieben. Die blauen Gedankenwellen ist die Form und das Programm ist der Jozer, der Former. Übrigens interessant, dieses Wort Jozer schreibt sich jetzt erst einmal die Uralix J-Z-R. J ist der Intellekt, er schafft Geburten von Berechnungen. Z-R, zu wissen wir, ist zur Formwerdung. Ja. Darum ist es der Former. Das ist das Programm. Und jetzt, wenn du von dieser Trinität, es gibt ja keine Formen, wenn kein Former da ist. Wenn ich jetzt aber 200 Gramm rote Gnede ohne Form und die rote Gnede, die 200 Gramm symbolisieren ja den immer sein gleichbleibenden Geist, ich nenne das in der Physik E-Quadrat, die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie nichts ist, aber alle Formen annimmt, alles ist, aber nichts davon, nicht irgendeine bestimmte Form. Die Sätze wiederhole ich immer wieder, dasselbe ist ein träumender Geist. Der sich nie ändert. Du, Geist, hast dich dein ganzes Leben als Ding an sich, ich habe im letzten Selbstgespräch nochmal darauf hingewiesen, überhaupt nicht verändert. Ja, ist so. Das, was sich verändert, sind deine Gedanken. Zwangsläufig verändert sich auch das, was du, wenn du an dich denkst. Ja, ich war ja Säugling, Kind, Kreis, dieses Spiel. Das bist du doch nicht. Das sind doch bloß Informationen von dir. Ist das so schwer zu verstehen? Nee. So, da sagt jetzt jeder beim ersten Mal, du bist jetzt so und so alt, sagst du ja. Stimmt eigentlich. Das würde ich aber nicht daran hindern, je nachdem, wie alt du bist. Ich sage jetzt, wenn du 20 bist, dass du spätestens, frühestens, jetzt machen wir schon wieder Zukunft, frühestens, sage ich einmal, mit 40, bei Maniano habe ich immer gesagt, wenn du nicht mindestens 40 Jahre alt bist, ist das intellektuell vollkommen logisch. Aber das Leben wird dir beweisen, dass du mit 40 das erste Mal schmunzelst und sagst dann, hey, der hat ja eigentlich vor 20 Jahren recht gehabt. Jetzt komme ich langsam in den Frieden, wenn du Glück hast. Du wirst dann merken, dass es mit 60, 70 nochmal ganz anders aussieht. Ja. Wenn du Geist bist, jetzt zum Abschluss, und ich sage, von den Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, von 1 Million Menschen, wirst du vielleicht einen einzigen, wenn du Glück hast, findest, wo hinter der Maske ein Geist ist. Ja. Der wach wird. Und 999.999 waren im Alter senil, das ist wie wenn die Batterie leer wird, die fangen dann an, wieder Kinder zu werden, sich wieder aufzulösen. Sie scheißen in die Hosen und der Körper löst sich auf, weil die niemals die Chance benutzt haben, sich Gedanken zu machen, was bin ich eigentlich selber? Stimmt das? Bin ich das, was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe, oder ist es bloß eine Wichserei? Das meine ich. Genau das ist es. Dazu zählen übrigens auch die ganzen Esoterik-Schwätzer. Ja, ganz schön. Mach das, was die Prediger predigen, aber mach nicht das, was sie selber tun. Die Gedanken selber nochmal, Menschen, Körper, Gedanken werden niemals überleben. Ja. Ja. Nein. Für wen anders. Weil einseitig, du hättest jetzt sagen müssen, nein. Ja, okay. Sie überleben, das Überleben ist doch das E. Sie erleben ER Quadrat, das Leben, die auseinandergeschmissene Existenz ist das, was sie sich überlegen, ist das Überleben. Ja. Aber das ist ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Merkst du, wie man, wenn du schon Ja sagst, haben wir aber drei Möglichkeiten. Wir haben Ja und Nein, wir haben Ja, rot geschrieben. Stimmt. Ja, ist rot, wie wenn ich sage, ein Dog. Vorne mit AIN geschrieben, ein nicht existierender Dog. Ja. Sobald du an den Dog denkst, platzt der Gedankenwelle auf und dann ist es zuerst einmal hell oder dunkel. Ja. Weil du jetzt schon Tag und Nacht dich in eine Hälfte hineindenkst. Ich sehe doch, dass es jetzt hell ist. Ja. Wenn du ich rot bist, dann siehst du, dass es aber im selben Moment im Hintergrund auch dunkel ist. Denk wieder an deine Vorstellung, dein Grundprogramm des heliozentrischen Weltbildes.
Ja, du bist eine Maschine, ey. Du bist eine Weißt du, Maschine. du hörst es einmal und dann ist es ja logisch, wenn ich mir jetzt ein heliozentrisches Weltbild ausdenke, dass hell und dunkel auf der Erdkugel nicht abwechselt, sondern halb-halb Komplett. ist. Ja, Egal, genau. ob die Erde um die Achse dreht oder mir in der Lampe eine Lampe in die Mitte hängt und die dreht sich herum. Es ist immer eine Seite hell und die andere dunkel. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Bin ich Ja. übrigens auch sehr genau darauf eingegangen, man kann da noch viele andere Perspektiven einnehmen. So wie man gerade dreht, sich jetzt hier die Planeten kreisförmig um die Sonne oder elliptisch. Welches Wissen nimmst du, um dir das vorzustellen? Alle. Ich mache mir alles Drehen zu sich eigen. jetzt die Jupitermonde, die vier Jupitermonde um den Jupiter oder spiralförmig? Ja, Wenn das sich ist. der Jupiter um die Sonne herumdreht, spiralförmig, er sagt, nein, ich kann das ja in Programm einfrieren. Du kannst dein Programm komplett verändern, deine Doppelhelix. Das stimmt, ja. Ja. Ich kann mich ja ganz. Ja, Punkt. Punkt. Alles ist im Punkt. Wir haben jetzt 1:31 gerade in dem Moment gehabt, auf meiner Uhranzeige da oben vom Gespräch. Und jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt spielst du noch eine Okay. Runde das Ja, F, vielen das Dank. eben Danke. in deiner momentanen Rolle spielst. Ja, immer weiter. Und Augen los geht's zu noch. und durch. Anders geht's nicht. Und Schönen durch. Tag wünsche ich dir. Ja, ciao.